Hola und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin Vasco und wir schauen uns heute mal Dirty Bomb an. Was ist Dirty Bomb? Dirty Bomb ist ein Free-to-Play-Spiel, ist gerade noch in der Beta, in der Close-Beta sogar. Ich bin ein richtig mieser Scheiß-Lacker, dass ich da reingekommen bin, aber naja, ich darf auch mal Glück haben. Und es gibt hier praktisch verschiedene Missionsziele, die man... Alter, ich habe mit einer Schrotze auf die Distanz keine gute Idee. Verschiedene Missionsziele, die man erledigen muss. Und wir sind gerade Verteidiger, wenn ich da... Genau, oben steht Stop the EV. Für was auch immer EV steht. Wir müssen es stoppen. Bah! Komm, stirb. Da ist einer rein. Töt ihn von hinten, hau ihn in den schönen Rücken. Warte mal. Alter, das habe ich zu spät gesehen. Ich nehme mal die da. Nada heißt die. Ja, ihr seht, unten gibt es drei verschiedene Klassen, die man am Anfang des Spiels, bevor die Runde losgeht, auswählt. Die drei Charaktere, die drei Typen, die man hier auswählt. Und mit denen bestreitet man dann die Runde. Als Team, 8 gegen 8, muss man eben verteidigen oder angreifen. Und da gibt es immer verschiedene Sachen, die man machen muss. Ja, vielleicht nur gut zu wissen, das Spiel ist von den Brink-Machern, deswegen geht auch sowas wie hier. Ein kleiner Walljump. Sieht nicht so geil aus wie ein Brink, das Walljump, aber von der Grafik her... Oder halt das ganze Parcoursystem sieht nicht so schön aus. Wait. Hat da gerade einer... Baller die weg, Alter. Hat da gerade jemand mit uns im Voice? Alter! Wow. Wow! Bam, 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 bam! Nice! Ist das gerade ein Triple Kill gewesen? Oder ein Double Kill? Egal. Oh, shit. Da ist noch jemand. Oh, 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 oh! Alter, nice one. Triple Kill. Oh, yeah. Ich habe gerade eine Runde eigentlich schon aufgenommen, aber ich war so schlecht. Diese... verkackten Huren. Verkackten Hurenminen, wollte ich sagen. Was ist eine Scheiße? Ja, ist von den Brink-Machern. Also Brink, weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Das war mein gehyptestes Spiel ever. Da gab es auch solche Fahrzeuge, die man verteidigen musste. Das ist wirklich sehr ähnlich, auch vom Design her. Die Grafik hier finde ich besser als in Brink, muss ich sagen. Das sieht echt, also ich muss sagen, grafisch macht das einiges her. Gefällt mir echt gut. So, jetzt aber, du Wichser. Nee, nee. Nee, nee. Keine Ahnung mehr. Alter! Ich hatte keine Muni mehr. Ich hatte auf wenig gerade erst wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich keine Muni hatte. Keine Ahnung. Aber ihr seht es ja, Close Beta. Aber dafür muss ich echt sagen, also grafisch, als mal, ganz ehrlich, das sieht doch. Ich finde, das sieht echt gut aus für ein Free-to-Play-Spiel. Muss ich einfach mal so sagen. Das sieht echt geil aus. Mir gefällt auch die Idee dahinter. Hat so ein bisschen was von Team Fortress, weil er ja von Punkt zu Punkt sich vorarbeitet und so. Gibt ja auch ein paar Spielmodi in Team Fortress, die so sind. Ansonsten. Wow, Alter, Mine. Ich habe auch Mine. Ich habe auch einen Granatwerfer. Passt auf, Leute. Bam. Ah, jetzt ist ja aber. Boah, jetzt geht's direkt. Wo seid ihr? Spastis. Bah. Bah. Komm, wo seid ihr? Alter, sind da viele. Was ist Marty? Ah. Okay, ich habe gerade meine Fähigkeiten gecheckt. Ich habe einen Granatwerfer. Und ich kann mich in die Luft sprengen, wenn ich tot bin. War das eine zweite Fähigkeit? Das finde ich ja irgendwie schon ganz geil. Also es ist wirklich viel von Brink. Also wie gesagt, das Design, die Optik eben, das Gameplay ist auch sehr schnell. Hat ein bisschen von COD auch, finde ich. Nur gefällt es mir hier irgendwie besser. Es ist schön smooth. Es ruckelt nichts. Es ist wirklich sehr schön. Für eine Beta ist die Performance super. Also das ist, ich bin ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Aber weil ich nicht ganz kapiere, was hier abgeht. Geh mal dahinter. Die sind irgend so ein... Spasten. Alter, Marty Drum, was ist... Ja, ich glaube, ich spreng mich da in die Luft, wenn ich das drücke. Alles klar, okay. So, ich pack gleich meinen Granatwerfer aus. Alter, die sind an unserem Ding da, die schaffen... Die machen das. So, Granatwerfer. Wie viel Schuss habe ich da? 5 oder was? Ich weiß nicht. Go, go, go. Die machen das kaputt. Alter, die... Alter, sind die da drin? Die fahren das Ding? Ach so. Ach so. Das ist ja wirklich ein Brink. Dass manche das verteidigen. Also, wir verteidigen unsere Position. Und die müssen damit vorwärts kommen. Okay, das ist awesome. Ich fand Brink, wie gesagt, nicht schlecht. Mir hat der Ansatz super gefallen. So Mirror's Edge und Shooter funktioniert. Hat schon Mirror's Edge einigermaßen funktioniert. Nur, dass es da halt überhaupt nicht ausgefeilt war. Wait. So, hier, genau. Wenn sie das jetzt besser machen als einfach Brink in besser und in Free-to-Play. Alter, ich krieg mit meinem... Alter, wo sind die eigentlich alle? Warte mal, da! Boah! Bah! Hab ich da gerade Hab ich gerade wie ein Double-Kill rausgehauen? So läuft das. Oh, oh, oh! Liegt am Boden.
Auch wie im Brink, dass die noch am Boden liegen und so. Okay, ich geh mal noch. Das ist Heilungsding, oder? Okay, ich hab mich geheilt. Sehr gut. Kann ich dem helfen? Oh. Habe ich jetzt gekillt? Ich weiß es nicht. Ich habe das Tutorial gespielt, aber. Ernsthaft. Sprengt in die Luft. Ich habe die nur mitgenommen. Das ist eine richtige Assi-Attacke. Holy shit. Schau mal, da unten im Chat, da sind richtig nette Leute am Start. Faggots. Fucking Faggots. Ich wechsle einfach mal die Klasse, auch wenn mir die richtig gut gefällt. Nehme ich jetzt mal Proxy. Heißt die andere. Also in der Mitte Nether, links Aura ist eine Heilerin. Nether, ja, Assault würde ich sagen und Proxy. Wir werden jetzt sehen, was die kann. Was hat die denn so als eine Mine? Oh, das sind diese Assi-Minen. Okay. Ohne Schrotze, denke ich mal, ne? Ja, okay. So, verteilt das mal. Alter, was war das denn, ey? Gesehen, wie viel Schaden ich bekommen habe. Mein Gott. Okay, das müssen wir jetzt also. Was passiert? Ah, die müssen jetzt zu Drogen transportieren. Hier. Wo bin ich ja? Ich bin hier irgendwie nicht richtig. Ich glaube, ich bin beim Gegner-Spawn. Scheiße. Nee, mir gefällt die nicht. Ich nehme lieber die andere hier. Ey, es ist sehr verwirrend. Ich gebe es zu. Also, es ist. Die nehmen. Also, wir müssen die Position da verteidigen, weil die da Sachen klauen oder so. Habe ich das nicht verstanden? Genau, die haben uns eins geklaut. Und, okay, jetzt müssen wir dann hinterher rennen und zurückgeben. Also, we capture the flag gerade. Okay. Und da oben ist die Zeit von denen. 10. Was? 10 Minuten 20 haben die dafür? Das ist ja fast gar nicht viel Zeit. Alter. Das ist ganz schön viel Zeit. Geht die irgendwie schneller weg, jemand? Wer hat mich jetzt schon wieder. Alter, die mir Fickgranatwerfer. Und jagt in die Luft. Ach, scheiße, die kann. Ach, komm, ich wechsle wieder zu meiner. Zu meiner Nada. Bitches. Es ist, sie ist keine Bitch, weil sie ist eine sehr gute Kämpferin. Aber ist mir jetzt so rausgerutscht. Okay. So, ich gehe jetzt mal links rum. Immer da laufen, wo das Team nicht läuft. Die Taktik verfolgt ihn. Komm her. Ich jag dich mit in die Luft. Fuck. They stole all the drug samples. Das war's. Wir haben verloren. Okay. Ah, interessant. Ja, dann würde ich sagen, Leute. Was ist mit der ersten Folge Dirty Bomb? Ein sehr erotischer Name irgendwie. Performance. Gibt's nix. Coming soon und so ein Zeug. 710 KD. Okay, ich dachte, wir wären ein bisschen besser. Wir sind letzter im Team. Okay. Okay. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es geben wird. Vielleicht 3 oder so. Ich schaue einfach mal rein. Das ist ja die Beta. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann. Bis gleich. Bis morgen. Ciao. Ciao.